Hallo liebe Pokéfreunde, herzlich willkommen zu diesem Opening. Heute machen wir mal eine Raikou Pin Kollektion auf. Die sieht so aus. Ein schönes Pokémon. Passend zu unserem Bild hinten. Box habe ich glaube ich für 10 Euro bekommen, also recht günstig. Das ist allein schon das Evolution Booster, was da drin ist, 7 Euro wert. Deswegen recht guter Preis. Hier haben wir einmal die Promo von Raikou. Ist auch ein schönes Artwork. Eine schöne Karte, gefällt mir sehr. Und den Pin nicht zu vergessen. Der schaut auch ganz nett aus. Den legen wir mal hier hin. Zum anderen. Da haben wir ja schon 3 Raikou. Und dann haben wir hier die 3 Booster. 2x Sonne und Mond. Und einmal Evolution. Mit Bisaflor drauf. Ich würde sagen, wir fangen mit Sonne und Mond an. Da gibt es ja noch einige gute Karten, die man ziehen kann, die ich auch noch nicht habe. Na, mag nicht aufgehen. Der erste Code geht mal an euch raus. Und dann fangen wir mal an. Mit einem Akub Dragonia. Der Giftstich. Togedemaru. Muschas, Makuhita, schönes Ibitak, Mabula, Akane Reverse Rare, ja, und dahinter ein Maskregen, Non-Holo. Dann das zweite Sonne und Mond. Gehen aber hier richtig schwer auf. Da muss ja auch was Gutes drin sein, wenn es so schwer aufgeht. Den Code behalte ich mal. So. Dann fangen wir an mit einer Lilly. Wenn der Fokus kommt, kommt er. Sandy Mantua, ein Superball, nochmal Makuhita, Snubbull, Alola Radplatz, ein Garnuviel, ein Pepek, ein Silvaro in Reverse Rare und dahinter haben wir mein Hariyama. Non-Holo. So, und zu guter Letzt ist ein Evolution Booster mit Bisaflor drauf. Ist auch richtig schön. Will ich eigentlich gar nicht zerrippen. Das gefällt mir richtig gut. Ja, sei's drum.
Dann schauen wir mal, was wir da so haben. Ich glaube, hier war 3 nach vorne. Bin mir nicht sicher. Bitte verzeiht mir, wenn es nicht richtig ist. Dann gucken wir mal. Nidorino. Der Energiezugewinn. Bisaflor, Geistesbund. Ein Traumato. Ein Elektek. Ein kleines Hornio. Carpetor. Energiekarte. Reverse Europe. Und dahinter ein Chanera. Ein Holo. Sehr schön. Das ist doch mal schön. Dann schauen wir uns nochmal die Pulls an, die hier nicht so gut ausgefallen sind, aber war okay für den Preis, für das ich das, für die ich die PIN-Kollektion bekommen habe. Ist das völlig okay. Hier nochmal das schöne Raikou. Und unser Chanera. Sehr schön. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.